Nachdem ich beim letzten Mal auf dem rechten Part der Anlage beschäftigt war, geht es jetzt wieder zum linken Part. Und auch hier ist das Thema Aufwerfen Aufwerfen des Geländes, den ersten Unterbau da drauf zu bringen. Wie es so aussieht, brauche ich hier nicht mehr ganz so viel Tiefe, die ja wahnsinns Geld kostet. Und ich gehe hier mal mit 22 cm zu Werke. Da kann ich mir erstmal gut ein Stück abmessen. 22 cm hatte ich gesagt. Lass das hier 0,5 über die Kante überstehen und schneide dann hier bei 22,5. 0,5 über die Kante überstehen, Schnitt bei 22,5. Und das Ganze möchte ich natürlich mit der Schneidemaschine erledigen. Das kann dann nicht runtergesetzt werden. Fast wackelt und hat Luft. Ich kann es jetzt schon mal direkt aufkleben. Und auch hier ist es einfach unumgänglich, Druck zu verteilen. Und nachdem diese erste Platte nun steht, die ist noch mal ein bisschen einfacher an. Und schneide mal so ein Gleisstück zu.
Das hat gesessen. Kann ich auf die andere Seite umsteigen? Ein Stück fertig. Jetzt gehe ich mal so eine Weiche an. Und zwar sind da für mich besonders störend diese Aussparungen für die Laschen. Etwas kitzlig ist es hier vorne. So, und den Rest von der Weiche lasse ich ungeschoren. Weil mir in dem Bereich jetzt die Stabilität viel wichtiger und lieber ist als das Aussehen. Da werde ich die lieber richtig schön hoch einschottern. Dann ist die Sache auch erledigt. Gut, wo sind jetzt die schönen Sachen hin, die ich sonst noch brauche? Ich hoffe, das war jetzt nicht das Glasstück, das ich mir besorgt habe, um es abzukappen. Naja. Anstrengend etwas.
So ist mir das Ende der Pause hoch willkommen.